Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute eine weitere Folge von meinem kleinen Goldtagebuch präsentieren. Ich habe wieder eine Woche einigermaßen fleißig Gold gemacht und wir wollen mal reinschauen, was dann die Woche rumgekommen ist. Und zwar haben wir ja hier die schöne Tabelle. Letzte Woche waren wir bei insgesamt 6,9 Millionen Gold, nachdem wir 17 Millionen ausgegeben hatten für den Spektraltiger. Da müsste wahrscheinlich jetzt für euch gesehen gestern ein Video gekommen sein von meiner anderen Videoserie, wo ich ja immer diese TCG-Mounts mir anschaffe. Und dementsprechend sind wir jetzt wieder ein bisschen niedriger, aber wir nehmen wieder ein bisschen Gold auf, um dann uns vielleicht ein paar Rezepte oder ein Magic Rooster Egg oder sowas noch kaufen zu können. Das sind so Sachen, die ich unter anderem noch brauche. So, jetzt guckt mal rein. Ich hatte auf einem Main-Account letzte Woche 2,3 Millionen Gold. Wir sind mittlerweile wieder ein bisschen höher und zwar bei 3,7. Liegt unter anderem dran, weil ich wieder ein paar Boost-Sachen verkauft habe. Was habe ich die Woche gemacht? Ich habe unter anderem einen Run gemacht im Palast für die Achievements. Da habe ich, glaube ich, eine Million bekommen durch, also schon einen größeren Betrag. Dann habe ich ein bisschen Aschenfellmuschan, ein paar PvP-Inseln habe ich geboostet. Dann diese Arena in Boralos habe ich vorhin auch noch mal gemacht, wo noch mal ein bisschen Kohle reinkommt, wo man ja so ein Wappenrocken und so ein ja, so ein Titel bekommt. Das habe ich noch geboostet gehabt. Dementsprechend sind wir da dann auf 3,7 Millionen gekommen. Und was ich natürlich auch immer noch ein bisschen mache, sind die Berufe. Und da gucken wir jetzt mal in den Postkasten. Diese Woche war echt eine ziemlich laue Woche. Ich habe hier gerade mal mit Lederer und Schmied 42k gemacht. Liegt vielleicht auch daran, weil ich fast keine Items mehr hatte. Ich habe die erst heute wieder gerestockt und dementsprechend wurde da nicht so viel verkauft. Blöderweise sind aber auch die Preise ein bisschen down. Ihr seht, hier sind sehr viele Items dabei, die ich auch für unter 1000 Gold verkauft habe. Und da ist natürlich die Gewinnspanne nur noch minimal. Und dementsprechend, ja, kommt dann nicht mehr so ganz viel rum. Jetzt schauen wir, dass wir das mal alles rausnehmen. Hängt da ein bisschen, okay. Da geht dann was. Einmal alles raus aus dem Auktionshaus. Und dann können wir nämlich auch schon gleich die erste Summe eintragen, die wir da dann noch drin haben. Ihr seht, ich habe auch noch ein paar Kleinkram-Sachen verkauft, die eigentlich jetzt eher nicht raus sollten. Die versuche ich meistens dann immer auf den Twink zu schicken. So, jetzt sind wir bei 37, bei 3.789.000 auf Main-Account. Und dann gucken wir jetzt noch auf den Twink-Account. Und zwar als allererstes auf meinen Hexer, auf Antonidas. Und der hat noch ein paar Sachen hier im Auktionshaus gehabt, zwecks, ja, Inschriftenkunde. Und auch da waren die Preise jetzt nicht sonderlich hoch. Ihr seht teilweise die hochgeborenen Kompendium bei 1,2 nur noch. Da sind wir auch noch gerade so im Plusbereich. Ein paar Pigmente haben wir noch verkauft. Aber jetzt tatsächlich auch nicht die großen Summen. Auch nur 33k. Ist eine ziemlich schlechte Woche, wenn ihr bedenkt, vor 3, 4 Wochen habe ich mit dem Char allein mal 300k an Gold gemacht in der Woche und jetzt sind es halt nur noch 33k, ist ein Zehntel davon. Man merkt so ein bisschen, es sind zu viele Leute im Markt, die Preise sind zu weit runtergedroppt und was natürlich dazu kommt, es kommt bald 8.3 raus und dementsprechend gibt es höhere Items. Sich jetzt mit den Low-Items nur einzudecken, ist natürlich nicht sonderlich sinnig, wenn man quasi für dieselben Mappkosten dann die höheren Items mit 8.30 kaufen kann. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt auch jemand seid, der das Zeug craftet, würde ich jetzt versuchen, die 370er noch loszuwerden, keine neuen großartig zu craften, denn klar, mit 8.3, wenn ihr mein Video gesehen habt, wisst ihr das, kommen alle Items, die man jetzt auf 400er Item Level oder auf 370er Item Level craften kann, dann auf 400er Item Level und dementsprechend wird wahrscheinlich keiner mehr die 370er kaufen, weil man dann 400er sich anschaffen kann. Und dementsprechend, ja, würde ich da jetzt aufpassen, nicht, dass ihr einen Haufen herstellt und dann drauf sitzen bleibt. So, hier haben wir noch 7000 Gold. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Da habe ich noch so ein paar Restpostenflinten im Auktionshaus. Hier mit dem Inji stelle ich schon länger gar nichts mehr her. Hat den Hintergrund, dass ich die paar letzten Flinten noch loswerden will. Und dann erst, wenn die 400er rauskommen, quasi die neuen mir basteln. Weil die verkaufen sich relativ langsam. Bei den anderen Sachen, bei den Gear-Items, da kriegt man immer noch ein bisschen schneller das Zeug los. Die Flinten, da die ja nur Hunter eigentlich benutzen, gehen die sehr, sehr langsam weg. Dann schauen wir noch auf meinen Schneider-Char.
Auch bei dem war das nicht so ergiebig jetzt über die letzten Tage. Ich glaube, die Schneiderpreise, die sind runtergedroppt, dass man teilweise nur noch 600, 700 Gold für ein Item kriegt. Sind natürlich auch die Stoffpreise relativ günstig. Ihr müsst aber immer rechnen, ihr müsst auch das Expulsum schaffen. Das ist auch ein Zeitfaktor. Und wenn ihr den dann mit einberechnet, dann lohnt sich es einfach nicht, wenn ihr ein Item unter 1000 Gold verkauft. Und werdet es gleich sehen, ich habe da relativ viele Items auf einem sehr, sehr lowen Preisniveau ins AH gehauen. Ein paar wurden verkauft, aber das, ja, das rentiert sich kaum. Ich glaube, ich werde jetzt mit dem Neucraften bis zum Patch tatsächlich warten. Ihr seht hier, 14.000 haben wir nur gemacht. Sind eigentlich alle Items bis auf 1 unter 1000 Gold sogar. Und das ist fast schon eher im Minusbereich. Also, das rentiert sich tatsächlich auf Anthony das überhaupt nicht. Auf Blackmore muss ich sagen, sieht das schon ein bisschen anders aus. Da liegen wir vom Preisniveau tatsächlich ein bisschen höher. So, dann locken wir jetzt noch auf den letzten Char, den ich hier auf Antonidas habe. Und zwar ist das mein Char, wo ich so das Transmog und andere Crap-Geschichten verkaufe. Und ich glaube, der hat sogar von Antonidas gesehen den höchsten Goldbetrag eingespielt mit dem Missgear. Dem habe ich jetzt in letzter Zeit wieder mit vielen Items versorgt. Einfach weil ich selber so ein bisschen Rezepte und Transmogs in alten Raids gefarmt habe. Und dementsprechend fällt da natürlich viel Zeug ab, was auch BOE ist, was man dann ins AH stellen kann, was ich selber nicht brauche. Und da habe ich den natürlich gut gefüttert mit Items. Und mittlerweile hat der, glaube ich, schon wieder 500, 600 Items, die er ständig im Auktionshaus hat. Das ist natürlich viele Ware, die sich sehr langsam verkauft, wo man wahrscheinlich auch 2, 3 Monate mal drin hat, bis was weggeht. Aber wenn was verkauft, dann gibt es halt einen relativ guten Batzen an Gold, ne? Wenn wir da einmal reinschauen. Immerhin hat er hier 56.000 Gold und da sind dann halt hier ist ein Gürtel des Nebelpirschers zum Beispiel, der aber ein bisschen was gebracht hat. Hier irgend so eine Kugel, ein ertrunkenes Jungtier haben wir hier drin. Das ist nochmal ein Pet auch, dieser Panda. Also dann sind halt viel so Kleinkram-Items dabei, auch teilweise Mats, die ich ihm rübergeschickt habe. Mit dem verkaufe ich halt den ganzen Crap quasi in Anführungszeichen, der mir beim Main dann einfach nur den Postkasten verstopfen würde. Aber ihr seht, auch zu Kleinvieh macht ein bisschen Mist und dementsprechend haben wir jetzt auf meinem Crab-Char auch schon wieder 800k insgesamt zusammen. Ja, kann sich sehen lassen für das Zeug, was ich sonst nicht mit den anderen Chars quasi verkaufen möchte. Wenn wir jetzt hier mal reingucken, wie viele Items ich im Auktionshaus habe, fahren wir hier mal runter. 679 Items und das sind keine 10-mal irgendein Item einzeln eingestellt, sondern das sind tatsächlich alles irgendwelche Transmog-Items, Rezepte und andere Gedöns-Sachen. Und klar, ich habe jetzt auch hier ein paar Mats drin, aber die habe ich immer auch in Stack-Form quasi eingestellt. Das sind halt die ganzen Sachen, die ich halt weghauen will, auch hier so die Netze. Ich habe ja so Rezepte quasi mir holen wollen, die bei den Aldor waren. Da musste ich 10.000 Spinnen töten und da habe ich ewig viele so Netze und auch die versuche ich hier an den Mann zu bringen. Ich weiß nämlich zufällig, dass man die für irgendwelche Items aus Dings braucht. Aus Burning Crusade, da konnte man so Schneider-Items bauen und vielleicht stellt die ja irgendwer her und will sich da Transmog-Sachen draus bauen, die auch verkaufen und dementsprechend gucke ich, ob ich die vielleicht dann auch an den Mann oder die Frau bekomme. So, dann locken wir hier einmal nach Blackmoor noch rüber. Da bin ich ja auch noch ein bisschen im Auktionshaus unterwegs. Und zwar, den habe ich glaube ich vorhin schon ausgeleert, aber die anderen beiden Chars können wir noch gucken. Und während wir das machen, tragen wir hier schon mal das Gold noch ein vom Main. Und da hatten wir gesagt, ich bin jetzt bei 3,7, oder wir sehen es ja hier oben auch, ne? 3,8 sogar. Ich habe auf dem Twink noch ein bisschen was, dass wir das hier mal einmal eintragen können. Okay, das wollten wir nicht machen. So wollen wir das machen. 3803. Da haben wir alleine jetzt schon gut über 1 Million plus gemacht über die Boost-Geschichte. Und jetzt schauen wir mal, was wir dann insgesamt noch quasi über die Berufe haben. Boah, ich bin fast am Überlegen. Ich glaube, dass ich fast Minus über die Berufe gemacht habe. Liegt einfach daran, nicht, dass ich so mit Minus gemacht habe mit dem, was ich verkauft habe, sondern ich bin ja immer am Restocken, kaufe mir natürlich wieder einen Haufen Mats ein, um auch Expulsum zu schaffeln. Und dementsprechend habe ich auf der Hordenseite hier wieder gut geschaffelt. Einiges, ich glaube 10.000 Gold wieder für Expulsum ausgegeben. Und ja, mal gucken, ob ich das insgesamt wieder reingeholt habe. Ihr seht, hier sind wir mit einem Stoff- bzw. Inschriften-Char jetzt hier auf Blackmoor. Und hier sieht es natürlich besser aus. Ihr seht, hier sind die Sachen
2000, 3000, mal 17.000 Gold, 9000. Klar, es sind auch ein paar dabei, die low sind mit 700. Aber hier ist der Preisschnitt um ein gutes Stück höher mit den Items, die ich verkauft habe. Und dementsprechend sind halt hier auch insgesamt 111.000 Gold drin. Und das kann sich sehen lassen. Das ist jetzt nicht super duper top, ne? Wie gesagt, ich hatte auch schon Zeiten, wo ich 200.000, 300.000 Gold mit den Berufen gemacht habe. Aber wie ihr seht auf Antonidas, da komme ich auf, ja, teilweise nur noch 20.000, 30.000 Gold mit einem Beruf, ne? Und das ist halt nicht sonderlich viel, wenn ihr berechnet, was man dann halt auch an Zeit rein investieren muss mit Reposten, mit Expulsum Shuffeln und solchen Geschichten. Also das ist natürlich auch mal ein Zeitfaktor, den man berechnen muss. Und dementsprechend, ja, muss ich da mal schauen. Ich hoffe einfach, dass auf einen Tinidas jetzt mit 8.3 wieder einiges geht. Sonst werde ich vielleicht so ein bisschen von den Berufen Abstand nehmen. Da muss man nämlich auch mal ein bisschen schauen, wenn man eine Goldmethode gefunden hat und die langsam schlechter wird, dann lieber, wenn das nicht genug abwirft, das eine Weile quasi sein lassen und dann wieder einsteigen, wenn es sich rentiert, an einer Sache festzuhalten, die von Zeit-Nutzen-Effekt zu niedrig ist, lohnt sich nicht. Ne? Es gibt viele andere Sachen, die man machen kann, um auch an Gold zu kommen. Jetzt schauen wir mal, was der letzte Char hier noch zu bieten hat. Und zwar ist das jetzt auf Blackmore mein Schmied-Lederer-Char. Und ich glaube, auch auf Blackmore waren auch diese Preise um einiges höher als zumindest als auf Antonidas. Ne? Aber wir müssen mal reingucken. Ich glaube, 100.000 müsste ich auch mit dem geschafft haben. Hoffe ich zumindest. So, gucken wir mal rein, was wir da drin haben. 168.000. Oh, mit dem habe ich richtig viel gemacht. Ihr seht, es sind nur 35 Items, aber hier sind die Preise halt deutlich höher. Klar, es ist hier auch ein Ding dabei mit 500 Gold, ne? Aber hier 8.000, 7.000, 9.000, 10.000, 11.000, 9.000, 13.000 sogar. Hier sind nochmal 2 für 9. Also ihr seht, da sind einfach die Preise deutlich höher, im Schnitt zumindest. Klar, es sind hier ein paar Low dabei, ne? Ganz klar. Aber im Schnitt sind die Preise deutlich höher. Ich würde sagen, 5.000, 6.000 Gold ist, denke ich mal, hier der Schnitt von den Preisen, dann geht natürlich wesentlich mehr. Und ihr müsst bedenken, die Loan-Sachen sind wahrscheinlich hier die 310er, die ich damals für Skillen benutzt habe und dementsprechend jetzt noch versucht, die so ein bisschen wegzuhauen. Klar, die Zweihandwaffen, die lohnen sich auf jeden Fall. Da macht man das Gold raus. 168.000 ist tatsächlich ein sehr guter Wert. Vor allem, wenn ihr bedenkt, ich war die Woche, muss ich echt sagen, ich habe kaum re-gepostet. Ich habe teilweise nur alle 2 Tage mal was eingestellt. Und dafür ist es okay. So, was haben wir jetzt overall auf dem zweiten Account? 4,8 Millionen. Große Sprünge haben wir hier, glaube ich, nicht gemacht. Aber ihr müsst immer rechnen. Warte, ich muss das jetzt mal rüberziehen, dass ich das genau abschreiben kann. Weil ich kann mir keine drei Zahlen gleichzeitig merken. So sieht es jetzt aus. Irgendwas stimmt. Ah, jetzt hat... Okay, jetzt passt es. Also... Ah, das muss ich rausnehmen, ne? Das ist natürlich Käse. Das nehmen wir raus. So, okay. Jetzt schauen wir mal rein. Wir haben quasi die Woche 1,6 Millionen Gold plus gemacht. Ist jetzt nicht richtig krass, aber ist ganz okay. Und ach ja, letzte Woche habe ich das mit den Formeln hier verkackt. Da haben wir 1,7 Millionen plus gemacht. Wir sind jetzt auf einem Stand overall von 8,6 Millionen Gold, was wir wieder haben. Und ja, mal gucken. Ich schätze mal, das eine, was ich brauche, Magic Rooster Egg, ist irgendwas zwischen 16 und 20 Millionen Gold. Wird sich das etwa bewegen? Also da brauchen wir tatsächlich nur einiges. Und was ich auch noch Gold für brauche, ich will mir ein paar Rezepte mal kaufen. Und da kann ich auch mal 1 bis 2 Millionen veranschlagen. Das sind nämlich ziemlich seltene und teure Rezepte. Da habe ich wenig Bock, die selber zu farmen. Und da kosten manche Rezepte 250.000 Gold. Also... eine Viertelmillion, manche sind nur bei 40, 50, 60, 70, 80.000, aber es sind auch einige, die wirklich bei über 200.000 liegen. Und das sind halt so extrem seltene Burning Crusade, Random World Drops, die will man nicht farmen. Du kannst sie nicht aktiv richtig farmen, weil die von jedem Mob droppen können, und aber halt so eine Chance von 0,0001% oder so. Also da muss ich halt gucken, da wird sicher auch nochmal ein bisschen Gold für drauf gehen. Aber bin durchaus zufrieden. Die Woche, wie gesagt, ich habe jetzt nicht sonderlich viel Goldsachen gemacht und trotzdem einen soliden Wert. Über 1 Million haben wir bis jetzt jede Woche gehabt und da kann man sich, denke ich mal, nicht beschweren. Gut, dann würde ich sagen, war es das für das Video an der Stelle. Das speichern wir einmal ab, dass wir die Daten nicht verlieren. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann gerne nächste Woche wieder.
und schauen dann wieder beim Goldtagebuch rein, was wir die nächste Woche an Gold erwirtschaftet haben. Damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.